jetzt müssen wir die Soße noch binden. Und dazu nehme ich etwas Mehl. Wir machen eine Mehlbutter. Und damit wir nicht das weiße Mehl dran schütten, machen wir ein dunkles Mehl. Um das Mehl dunkel zu bekommen, muss natürlich die Pfanne heiß sein. Oh, ich höre gerade, unsere Krautwickel sind fertig. Also das Mehl ohne Fett nur anrösten. So hat es die Oma früher gemacht, wo es noch keinen dunklen Soßenbinder gab. Ich habe natürlich das Mehl schon mal vorbereitet. Am Ende sieht es so aus. Hier geben wir jetzt etwas Butter dazu und machen uns eine Mehlbutter. So, es sieht fast so aus wie ein dunkler Soßenbinder. Geben wir was in unsere Soße dazu. So, wir lassen das Mehl noch ein bisschen auskochen. Und da haben wir eine fertige Soße. So, Krautwickel fertig, Püree fertig, Soße fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.